ihr gerade zu Hause sitzt und Hunger habt, dann wird es jetzt noch schlimmer, denn ich muss sagen, wenn ich über Essen spreche, dann habe ich immer Hunger und es wird immer schlimmer, wenn ich über Essen rede und dann auch noch in Kochbücher reingucke. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Sue Fössing ist bei uns und du bist bekannt als Kochbuchautorin, als Köchin im Fernsehen und wir haben gerade schon vor der Werbung, habe ich es angesprochen, dieses, dass man denken würde, dadurch, dass es so viele Kochsendungen im Fernsehen gibt, dass die Leute mehr kochen. Aber ich habe mal gelesen in so einer Studie, dass es eher dazu führt, dass die Leute da gucken und denken, oh, ich kann das eh nicht. Wie ist deine Erfahrung bei den Leuten, die dir zugucken? Ich glaube nicht, dass sie denken, das kann ich sowieso nicht, weil es gibt ja Kochformate, wo auch eben nicht die Köche kochen, also jetzt zum Beispiel Küchenschlacht, sondern das sind Laien, die da wirklich eine grandiose Leistung hinlegen und einfach mal so eine Woche durchkochen, wenn sie denn im Team bleiben. Und ich glaube aber mehr, dass die Menschen deswegen Kochsendungen schauen, weil die Unterhaltung so gut ist. Das ist etwas, wo sie sich mit identifizieren können. Das ist etwas, wo sie jeden Tag mit zu tun haben, weil wir müssen alle essen. Und weil sie einfach die Unterhaltung, diese ganze Inszenierung, es ist ja eine Inszenierung, die mögen sie und deswegen werden so viele Kochsendungen geschaut. Was glaubst du denn, was überhaupt die Entwicklung ist in den letzten Jahren, was das Kochen angeht, was die Zutaten angeht? Also es gibt halt viele Leute, die auf das Essen mehr achten als vor einigen Jahren. Glaubst du, es ist übertrieben? Glaubst du, es ist eine gute Entwicklung? Kann das auch jeder mitmachen? Also die Entwicklung, die sollte ja immer nach vorne gehen. Und alle, ich sage jetzt mal das Bekannteste, vegan. Vegan ist in aller Munde und selbst auf dem tiefsten flachen Land weiß man, was vegane Ernährung oder Küche ist. Ich glaube, diese Trends helfen allgemein dazu, dass wir ein bisschen wacher werden, ein bisschen aufgeschlossener sind, neugieriger, dass wir sehen wollen, was macht denn so eine Ernährung? Wäre das vielleicht eine Alternative für mich? Oder kann ich vielleicht auch sogar gewisse Beschwerden, kann man sehr gut mit veganer oder auch vegetarischer Ernährung in den Griff bekommen, wie zum Beispiel Gicht. Und insofern finde ich das eine sehr schöne Entwicklung. Und wir brauchen auch diese Entwicklung, weil wenn man mal bedenkt, dass wir vor 80 Jahren noch ein reines Schnitzelland waren und wir lange gebraucht haben, dass wir überhaupt einen Kochstil für uns erarbeitet haben. Ganz anders als die Franzosen, die ja wirklich eine Kulturgeschichte der guten Küche haben. Da sind wir noch ganz weit hinten ran. Aber der große Vorteil, der große Pluspunkt ist, dass wir eben sehr neugierig sind und auch das alles aufnehmen. Also wir machen vielen Städten natürlich auch in Restaurants eine Crossover-Küche und wir können aus vielen Kulturkreisen wunderbare Rezepte auch in unseren Kulturkreis transportieren und auch so machen, dass es zu unserem Geschmack und auch zu unserem Leben, was sich ja auch verändert wie vor 20 Jahren. Es wird ja alles schneller, es ist immer, die ganzen Entwicklungen sind anders und das ist ganz spannend. Und was sagst du zu dem Argument von manchen Leuten, die sagen, ja, schön, dass ich beim Metzger einkaufen gehen soll und schön, dass ich auf dem Markt mein Gemüse kaufen soll, aber es ist alles eine Geldfrage. Wie geht man damit um, als Familie zum Beispiel? Also wenn ich mir so anschaue, wie die Menschen einkaufen, dann kann ich einfach sagen, kauft erst mal nur die Hälfte. Also die Kühlschränke und die Schränke sind immer vollgestellt. Es wird viel zu viel Lebensmittel bei uns weggeworfen, weil sie im Kühlschrank stehen. Beste Beispiel, Joghurt kaufen. Man geht in den Supermarkt, ach ja, ich nehme noch ein paar Joghurts mit. Kommt nach Hause, ach, ist da noch Joghurt da? Wer macht sich die Mühe, holt die alten Joghurts nach vorne und stellt die frischen nach hinten? Ja. Also die Frischen kommen schön nach vorne, werden als erstes gegessen. Und was ist dann? 3 Wochen später guckt man aufs Datum und dann sagt man, ach, die sind nicht mehr gut, dann kommen sie in die Tonne. Und das sind einfach Punkte, wo ich sage heute, man kann damit sparen. Und wenn ich weniger Convenience Food, also alles, was Fertiggerichte sind, einkaufe und dann lieber mal ein richtig also Saisongemüse auf dem Markt kaufe, ist das sogar noch viel günstiger. Du hast ja in Frankreich gelernt, in Paris, also quasi mit Leuten, also mit Franzosen, eine deutsche Köchin in Frankreich. Ich kann mir vorstellen, das war gar nicht so einfach, sich da zu behaupten. Was hast du da gelernt, was du jetzt umsetzen kannst, beziehungsweise nicht, was das Kochen angeht, sondern was die Kultur des Essens angeht? Also ich hatte schon immer eine große Affinität zu Frankreich und habe aber erst in Paris auch Französisch gelernt. Ich habe ja erst eine Sprachenschule Übersetzungen gelernt. Und habe ja dann erst angefangen, ich hatte die Kochausbildung in Deutschland gemacht, erst im Warburg, in so einem kleinen Restaurantchen, Hotelchen. Und da dachte ich schon, ich kann schon ein bisschen was. Und dann bin ich bei Philippe Jorand damals gelandet.
gelandet in Münster. Wunderbarer Franzose gewesen und der hat mich eigentlich darin bestärkt, auch diesen Weg weiterzugehen. Und dann kam ich nach Frankreich, habe, wie gesagt, habe erstmal die Sprache gelernt, habe dann angefangen und war dann auch sehr, sehr schnell erfolgreich. Das Problem war immer, ich war jung, ich sah auch ganz süß aus, ne? Ja, immer noch. Und, Dankeschön. Und ich sprach aber sehr gut. Das muss man einfach sagen. Wenn man in diesem Land erfolgreich sein will und auch eben nicht nur in dem niedrigen Kochbereich sich tummeln möchte, sondern wirklich Karriere machen möchte, muss man die Sprache wahnsinnig gut beherrschen und eine unglaubliche Disziplin an den Tag legen und natürlich auch Führungsqualitäten haben. Und das war etwas, was ich schon immer gerne gemacht habe. Ich führe gerne und ich bin wahnsinnig diszipliniert und das hat mir sehr geholfen, obwohl es keine leichte Zeit war. Ich war fast 10 Jahre da. Ich kann mir auch vorstellen, das muss so stressig sein in so einer Küche, also nicht nur in Frankreich, aber vor allen Dingen in Frankreich, in Paris, in der Sterneküche. Wie läuft so ein Abend ab? Ich meine, der Tag fängt auch früh an. Viele Leute denken, man kommt irgendwann um 6 dahin und dann kocht man so ein bisschen, aber das fängt ja viel früher an. Wie läuft das so ab? Was sind da die Abläufe? Wie viel wird da geschrien? Oder ist das alles sehr... Nein, also in richtig guten Küchen wird prinzipiell überhaupt nicht geschrien. Okay. Es schreit nur einer und das ist der Küchenchef. Mhm. Ja, und der hat auch dann recht. In der Küche ist man erstmal da und macht seinen Job und hält den Mund. So lange, bis man... Ja, das ist wirklich so. Ne? Das ist das in so einer großen Brigade, wo es so unterschiedliche Einteilungen gibt, ist ein ganz strenges Regiment, das ist zu vergleichen, ein bisschen wie mit dem Militär. Und genauso läuft es auch. Und in der Küche gibt es auch nur einen, der den Ton angibt. Das ist genau wie im Flieger, da fliegt auch nur ein Pilot. Oh, ne? Und okay. Ein Co-Pilot. Deswegen haben wir noch einen Sous-Chef dazu. Und ansonsten hält man den Mund und es ist relativ ruhig. Also das sind nur die Geräusche während der Zubereitung oder Fragen, die mal jemand hat. Aber dass großartig Witze erzählt werden oder dass sich Leute anschreien, das geht nicht, weil das auf Kosten der Konzentration geht. Mhm. Und dann haben wir, also ich sag mal, wenn man im Teildienst arbeitet, fängt man morgens um 7:30 an, dann arbeitet man bis um 3 und dann wieder von 6 bis nachts um 2. Und das 6 Tage die Woche meistens, ne? Oder 7 sogar manchmal. Ja, wenn man noch, manchmal auch 7 Tage die Woche, ganz genau. Das heißt, man muss aus Leidenschaft Koch sein, sonst wird das nichts, ne? Ja, in Frankreich hat man ja das große Glück, was sich ja jetzt so langsam auch nach Deutschland herumspricht, dass Köche gut angesehen sind. In Frankreich war ich als junge Köchin schon, wenn ich gesagt habe, wo ich gearbeitet habe, wow, toll und großartig. Im Vergleich dazu in Münster, ich habe damals in einer WG gewohnt mit 2 Mädels, die haben beide studiert. Wenn wir dann gemeinsam rausgegangen sind und die gefragt haben, und was studierst du? Da habe ich gesagt, ich bin Köchin. Ach so, danke. Und dann haben die sich rumgedreht, und sind gegangen und haben mich da stehen lassen. Also da hat sich doch wirklich viel getan, weil wir machen ein wunderbares Handwerk. Und wenn wir dieses Handwerk richtig auch umsetzen können, dass wir denen, die es nicht gelernt haben, das ist ja auch unser Anspruch in unseren Büchern, Alltagsküche zu machen. Ich brauche keine Bücher für meine Kollegen machen, sondern ich mache auch Bücher so für Menschen wie für dich oder für hier alle. Weißt du, das muss verstanden werden. Aber nervt es dich trotzdem manchmal, dass so viele Leute von sich behaupten, sie seien gute Köche? Oder findest du es eigentlich gut, dass die Leute jetzt immer mehr kochen und immer mehr Kochbücher kaufen, um es zu lernen? Also ist das großartig. Ah ja? Okay. Das ist doch großartig. Also mir ist das 10-mal lieber, als wenn sie in den Supermarkt gehen und sich Fertigprodukte kaufen und die abends in der Mikrowelle abschießen. Das ist nämlich das, was uns alle umbringt. Mhm. Und jede Initiative, sich selbst an den Herd zu stellen und dann mal das pralle Leben richtig zu fühlen, ja, beim Kartoffeln schälen, Boden putzen und so weiter, das ist ja eigentlich das Spannende. Und richtig gut fängt es ja erstmal an beim Einkauf. Das hast du ja eben schon gesagt, wenn du über den Markt gehst und sonst was. Erstmal, da sollte man auch ganz streng sein mit sich, nur die besten Sachen einzukaufen. Und dann, wenn man zu Hause ist und die Speisen zubereitet, dann mit Leichtigkeit und Freude da dran gehen. Und man lernt zum Beispiel auch in diesem Buch, also nicht nur, was man gegen Cholesterin zum Beispiel machen kann, aber ich habe jetzt auch gerade beim Durchblättern eine Gemüsesorte, die ich nicht kannte, kennengelernt. Patonak? Portulak. Portulak, habe ich auch gesagt. So, ja. Ich habe es gelernt, aber ich weiß, wie es aussieht. Sieht wie eine Pflanze aus. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ach, super. Ja, hier ist es ja. Portulak. So Portulak. Ja. Ich würde gerne wissen, wie viele von unseren Zuschauern wirklich wissen, was Portulak ist. Aber das kann man auf dem Markt auch bekommen. Ja. Und du hast gesagt, es schmeckt nussig und ist ein ganz besonderer Salat. Das ist der Salat, der die meisten Vitalstoffe hat. Ist ein ganz alter Salat, den es früher in Europa überall gab.
ist auch gewachsen wie Giersch. Man hat ihn aber ausgerottet, warum auch immer. Aber in ganz in der 2000 vor Christi gibt es schon Tafeln, wo Portulak als Wild- und Heilkraut als Salat verspeist worden ist und auch für Kompressen und so weiter genommen worden ist. Ist also wirklich ein ganz fantastischer Salat, der ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Und ich hoffe, dass er jetzt wieder ein bisschen, auch dank dieser Sendung, jetzt wieder attraktiver wird. Ganz bestimmt. Oder zum Beispiel Grünkohl hast du gerade angesprochen, dass du es gar nicht magst. Aber du kennst wahrscheinlich Grünkohl im Ofen als Chip. Ja, super Sache. Das ist auch wieder eine ganz neue Entwicklung, Grünkohl anders zu interpretieren. Grünkohl als Salat, Grünkohl als Chips. Das finde ich klasse, das ist fein, das ist leicht und das schmeckt auch richtig gut. Super gut, ja. Aber nicht mit Schmalz gekocht. Nee, auf gar keinen. Finde ich auch nicht gut. Ich habe jetzt mal meinen Salat von heute rausgepickt. Mhm. Das ist auch schon, muss man sagen, auch schon seit ein paar Stunden steht das mit der Soße. Ich habe es ohne Soße gebracht, aber dann draufgekippt, ein bisschen zu früh. Ich habe hier drin Chicorée, Eisbergsalat, kleine Cherrytomaten, Avocado, Gurke. Gurken, dann Trüffelkäse, so ein bisschen. Mhm. Und eine Frühlingszwiebel. Ist das jetzt vom, ja, von den Inhaltsstoffen gesund oder eher würdest du sagen, ich habe einfach zu viel Soße drauf gekippt und deswegen kann es gar nicht mehr gesund sein oder was würdest du sagen? Also ich glaube, du hast ihn einfach zu lange ziehen lassen. Okay. Also man nennt das, er ist schon ein bisschen faniert, wenn er so in sich zusammenfällt. Die Vitalstoffe und die Vitamine sind jetzt in deiner schönen Vinaigrette. Ich hoffe, du hast genügend Baguette mit, dann kannst du die auch gleich aufdippen und auch essen. Prinzipiell ist das eine gute Mischung. Ich würde es vielleicht nicht so lange mit Marinade stehen lassen. Und wichtig ist auch immer bei dem Salat, dass du die großen Blätter im stehenden Wasser, kalten Wasser wäscht und nicht erst klein schneidest und dann wäscht. Weil sonst die Vitamine, umso größer die Angriffsfläche ist, umso mehr Vitamine gehen im Wasser verloren. Und du möchtest die Vitamine ja in deinem Salat haben. Also die Blätter im Ganzen, im stehenden Wasser, ja, waschen, rausnehmen und dann am besten durch die Salatschleuder. Und dann klein schneiden. Würdest du denn jemals deinen Salat aus so einer Dose essen oder würdest du dir immer zu Hause das oder wo auch immer du bist auf einen schönen Teller drauflegen, sodass es was Ästhetisches also hat? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Ästhet. Ich esse, okay, ich stell's mal weg. Ich habe auch immer eine Stoffserviette und nie eine Papierserviette. Echt? Ja, wir haben nur Stoffservietten. Und ich liebe auch Tischdecken, also insofern. Da warst du bestimmt enttäuscht von unserem Catering hier, ne? Ja, genau. Ich weiß, haben wir auch gar nicht. Ich wollte eigentlich mit dir hier noch mein wunderbares 20 Jahre altes vegetarisches Kochbuch durchgucken. Du hast schon gesagt, die Fotos sind eigentlich, oder das Essen ist gar nicht schlecht, die Fotos sind nur einfach nicht zeitgemäß. Genau. Die Fotos hier drin sind zeitgemäß und das ist ein wunderschönes Buch. Dieses Buch, was hier vorne steht, das verlose ich. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an emily@nrw.tv und mir einfach sagen, wie die Website heißt von Susanne Fössing. Und der Link ist bei uns auf der Seite auf nrw.tv, also einfach drauf surfen und dann mir die Antwort schicken. Die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter mit dir quatschen. Muss einfach wiederkommen. Sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für den Besuch heute. Alles Gute für die Zukunft. Und wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann geht auf unsere Seite. Da ist nämlich ihre Seite drauf. Und dann kriegt man alles, was man will, über Kochbücher, Kochschule und so weiter und so fort. Einen schönen Abend wünschen wir. Bleibt dabei. NRW TV und danke nochmal für den Besuch. Tschüss.